So, das lange Warten hat ein Ende. Es ist Zeit für die mit Spannung erwartete Begegnung, auf die sich alle so sehr gefreut haben und die schon seit einiger Zeit die Schlagzeilen beherrscht. Für die Fans der beiden Teams ist dieses Stadion heute das Zentrum des Fußballuniversums. In dieser Region ist dieses Stadion hier das markanteste. Die Partie hat schon begonnen. Einfach mal rausgedonnert. Paul Scholes, für mich eine bemerkenswerte Mischung bei einem Mittelfeldspieler mit großem offensiven Geschick und defensiver Stabilität. Ja, da muss ich dir zustimmen, Hansi. Das macht ihn so stark, deswegen gibt er auch oft den Rhythmus vor. Er ist der Balleroberer, er ist derjenige, der dann sofort seine Jungs vorne in die Spur schickt. Ecke. Das Team holt sich die erste Ecke des Spiels. Baresi. Ganz simpel, einfach nach vorne. Das war ein brillanter Ball. Gut, jetzt müssen sie den Raum nutzen. Ein feiner Antritt und ein tolles Timing. Zum richtigen Zeitpunkt zur Stelle. Post Goals. Und ab die wilde Fahrt. Ah, der kommt nicht durch, aber vielversprechend war es trotzdem. Wenn du so einen Pass spielst, dann brauchst du auch die totale Präzision. Das hier war ja mit Ansage und zum Scheitern verurteilt. Scholes. Im Ansatz war der Konter gut, aber dann machen sie in Überzahl zu wenig draus. Neymar. Manchmal erlebt man ja trotz eines 0:0, dass die Atmosphäre knisternd und prickelnd ist. Die schießen. Ja, er hat ihn erwischt und dementsprechend gibt es Freistoß. Ja, gelb, überhaupt keine Frage. Gilberto Silva. Post Goals. Albert Ferrer. Das sah vielversprechend aus, aber dann wussten sie wahrscheinlich gar nicht, dass sie in Überzahl waren, dass sie das ganz anders hätten lösen können. Genauso läuft man den Gegner heutzutage an. Raus auf die linke Bahn. Nein, der kann den Mitspieler nicht erreichen. Sie hätten das hier sauber zu Ende spielen müssen. Da muss einfach mehr bei rumkommen. Den hat er. Perfekt antizipiert. Da war er voll auf der Höhe. Richtig guter Ball, das könnte klappen. Stellungsspiel par excellence. Den hat er kommen sehen. Ja, da stand er goldrichtig. Okay. Gutes Auge, guter Pass. Ja, da hat der Abwehrspieler richtig gut aufgepasst. Fußball ist ja eben auch Kontaktsport. Er versucht's. Wahnsinn, dass er da noch rankommt. Er zollt dem Torwart Respekt für seinen Einsatz. Eine 5-Sterne-Parade. Er hat sich den Beifall wirklich verdient. Ich glaube, da gibt es nochmal Eckball. Ja, genau so sieht's aus. Ihre zweite Ecke am heutigen Tag. Bislang erst eine Ecke für den Gegner.
erstmal raus damit. Hereingabe von Andrea Pirlo. Skriniar. Mit dem Klärungsversuch. Gilberto Silva. Klasse durchgesteckt. Der Ball kommt zu Scholes. Bellingham. Irving. Gut freigelaufen. Jetzt muss ihn der Teamkollege nur noch sehen. Sehr guter Ball vor's Tor. Weg mit dem Ding. Jetzt den präzisen Pass spielen. Gut gesehen, guter Laufweg. Sehr gut abgefangen. Ja, er hat antizipiert und so richtig überraschend kam er ja nicht, dieser Pass. Den nimmt er dankend entgegen. Absolut, richtig gutes Stellungsspiel. Da gibt es gleich mehrere Optionen. Bellingham. Das ist das Ende der ersten Hälfte. Die riegeln das Tor hermetisch ab, kein Durchkommen. Alle Achtung, das nenne ich resolute Defensivarbeit. Keine Tore bis hierhin, 0:0. Warten wir mal ab, was uns in den zweiten 45 Minuten so erwartet. Jetzt also laufen die zweiten 45 Minuten. Es ist bis dato ein ziemlich umkämpftes Spiel. Mal sehen, ob das jetzt anders wird. Gilberto Silva. Oh Mann, diesen Pässen mangelt es immer wieder am richtigen Timing. Das sah zunächst ganz vielversprechend aus, aber am Ende heißt es dann doch stets bemüht. Ein guter Ball und sie sind durch. Physisch enorm präsent. Einfach gut gemacht. Das war so wichtig, dass er hier den Angriff des Gegners zunichte macht. Alexander Arnold sieht, was er vorhat und geht dazwischen. Neymar. Ein hochinteressanter Ball. David Villa. Tor. Welt von David Villa. Es gibt Momente, da brauchst du einfach Spieler wie ihn. Die zweite Halbzeit hat gerade angefangen und er macht's. Einfach und haltbar. Vielleicht ist das auch seine große Stärke. Der denkt nicht lange nach, der macht einfach. Trifft das Ding hervorragend. Besser geht's nicht. Der Ball ist im Netz. Fantastisch. Das ist jetzt schon ein komfortables Polster. Also ich habe fast den Eindruck, das ist ihr Plan. Warten auf die Fehler des Gegners, überfallartig angreifen, der Rest ist Formsache. Jetzt schon ein einigermaßen bequemes Polster. Die spüren natürlich, jetzt im Moment sind wir am Drücker und diese Situation müssen wir ausnutzen. Auf zur nächsten Chance. Ein schwacher Pass. Sie hatten die Überzahl. Solche Chancen kriegst du nicht oft. Du musst einfach mehr draus machen. Tür zu, vor und runter, kein Vorbeikommen. Die holen sich fast prompt jeden Ball zurück. David Villa. Hier ist Neymar. Spielverlagerung auf die linke Seite. Das ist eklig für die Verteidigung. Er zieht ab! Da haben sie am Treffer geschnuppert. Sie bekommen ihre zweite Ecke. Der Kontrahent hat übrigens zwei Ecken. Stichwort Befreiungsschlag. Und jetzt gibt es dann doch die überraschende Konterchance. Da wird aus einer Ecke, also eigentlich einem Vorteil, plötzlich ein Nachteil für die eigene Mannschaft. Gut gelesen, die Aktion. Ja, da stand er goldrichtig. Neymar. Die Idee ist gut, der Ball geht rechts raus. Er ist nicht vom Ball zu trennen.
die Flanke von Alexander Arnold. Erstmal Entlastung, erstmal. Nein, den wollte er nicht vorbeilassen diesmal. Puyol mit gutem Stellungsspiel, den hat er ausgebremst. Das ist ein wunderschönes Beispiel dafür, wie man einen Konter nicht zu Ende spielen darf. Du darfst so mit deinen Chancen nicht umgehen, schon gar nicht in Überzahl. Sehr gut abgefangen. Ja, er hat antizipiert und so richtig überraschend kam er ja nicht, dieser Pass. Okay, das sieht vielversprechend aus. Sie hätten das hier sauber zu Ende spielen müssen, da muss einfach mehr bei rumkommen. Gutes Auge, guter Pass. Cole, da hat er jetzt reichlich Platz. Guter Einsatz, sowas sieht man immer gerne. Also das wäre ein Ding gewesen, wenn der da irgendwie die Lücke gefunden hätte zwischen all diesen Beinen vor ihm. Alexander Arnold ist der Tempomacher auf der rechten Flanke. Ganz feine Technik. Die Flanke von Alexander Arnold. Und geklärt. Versucht es mit dem langen Schlag. Bellinger. Und raus. Nach rechts. Neymar. Klasse durchgesteckt. Im Ansatz war der Konter gut, aber dann machen sie in Überzahl zu wenig draus. An der Seitenlinie tut sich was. Sieht so aus, als gäbe es einen Wechsel. Gut gesehen, guter Laufweg. Villa. Serán sustituidos por el dorsal 15. Kaká. Das nächste Mal müssen ihn die Kollegen vielleicht ein bisschen besser unterstützen. Cristiano Ronaldo. Den hat er kommen sehen. Ja, da stand er goldrichtig. Sie versuchen es mit schnellen und scharfen Pässen. Wichtig, dass er da zur richtigen Zeit am richtigen Ort steht. Der Schlusspfiff, das war's für sie. Die Spieler sind natürlich jetzt wegen der Niederlage enttäuscht. Irgendwie kann man sie ja auch verstehen. Obwohl durchaus ein paar...